Einkaufen in Perg bewegt. Und das nicht nur bei der Frühlingseinkaufsnacht, die dieses Jahr einem kalten Wetter getrotzt hat. Bis 22 Uhr hatten die Geschäfte geöffnet, um all ihre neuen Trends zu zeigen. Bei uns in Perg ist Beratungsqualität im Mittelpunkt. Wir kümmern uns um unsere Kunden, wir haben langjährige Beziehungen und unsere Geschäfte haben mit ihrem qualifizierten Personal auch die Möglichkeit, hier entsprechend für unsere Kunden da zu sein. Die Einkaufsnacht ist ein Bestandteil dieser Philosophie. Wir wollen uns Zeit nehmen für unsere Kunden. Wir wissen, dass wir ein Einzugsgebiet haben, das von Linz beginnend bis in den nordöstlichsten Teil des Bezirkes geht, teilweise über die Donau. Und hier wollen wir eben dokumentieren, wir sind für Sie da. Es ist wohl für jeden von großer Bedeutung, dass man sich in seinen eigenen vier Wänden so richtig wohlfühlt. Um ein heimisches Gefühl zu erzeugen, kann man sein Zuhause mit passenden Wohnaccessoires und Heimtextilien verschönern. Und so bietet Heimtextilien in Perg alles, was das Herz begehrt zum Wohnen. Wir haben Flottee-Ware, wir haben Bettwäschen vom Fussnecker bis hin zum Fischbacher. Wir haben Vorhänge, natürlich Stores. Ado ist da ein ganz bekannter Lieferant, genauso wie die Firma Englisch aus Wien. Kurz gesagt, alles, was man fürs Wohnen und fürs Wohlfühlen zu Hause braucht und was weich und kuschelig ist, ist bei uns zu haben. Kuschelig sind die vielen Kissen, die zu einer angenehmen Atmosphäre im Wohn- und Schlafzimmer beitragen. Ein ideales Wohnaccessoire also. Kuschelige Bademäntel hingegen lassen den Morgen gleich mit einem guten Gefühl starten. Die Homeware bringt Gemütlichkeit. Für ein schönes Ambiente und ein angenehmes Wohnen sorgen Vorhänge und Gardinen. Hier bekommt man die Ideen dazu in Hülle und Fülle. Verfügt doch der Laden über ein großes Lager an Stoffen und Vorhängen. Klarerweise werden die Stoffe von uns auch verarbeitet. Wir fahren sogar vor Ort und messen dort aus, wie hoch der Vorhang sein muss. Wir beraten vor Ort, wir geben den Kunden ganz gerne ein Muster mit nach Hause, weil daheim schaut meistens sofort wieder ein bisschen anders aus wie bei uns da im Geschäft. Wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, was ist momentan trendig, welche Farben harmonieren, was soll ich reingeben, welche Zierkissen passen dazu, sind wir immer auch gerne bereit, das im Geschäft oder sogar vor Ort den Kunden zu zeigen und die richtigen Farben zum richtigen Ambiente auszuwählen und dann das alles dementsprechend einzurichten. Einrichten, genau. Da verweilen wir gerne noch ein wenig und schmökern in der Vielfalt der Ideen für ein schön eingerichtetes Zuhause. Dazu gehört auch ein liebevoll gedeckter Tisch. Wir wollen unsere Kunden immer ein bisschen mehr geben, wie was sie erwarten. Mehr Freundlichkeit, mehr Service, mehr Gaudi sogar bei uns im Geschäft erinnern, weil es ist fast immer ein Spaß. Auch. Vom Spaß zur Speis. Unser Speis, das ist eine ganz überraschende Geschichte in einem Heimtextiliengeschäft. Lebensmittel sind bekanntlicherweise in der Speis. Wir haben ausgefallene Gewürze, wir haben super Essige und Öle und versuchen auch in dieser Speis, soweit es möglich ist, regional zu arbeiten. Ganz was Lässiges bei uns in der Speis sind die Produkte von Peter Affenzeller. Der macht absolut geniale Produkte, vom Blend über einen Single Malt Whisky bis hin zu Gin. Weil das so gut ankommt bei den Kunden, werden wir das demnächst erweitern und vergrößern und da sind dann auch Verkostungen möglich und da ist die Gaudi dann natürlich noch größer. Es kommt auch deswegen gut an, weil hier vorwiegend österreichische Lieferanten hinter Top-Produkten zu guten Preisen stehen. Die Einkaufsnacht lädt aber auch zum Verweilen ein, zum Beispiel in einer der Gastronomiebetriebe. Ich bin 10 Jahre selber schon in der Gastronomie, war immer Kölnerin und wollte halt gerne mich selbstständig machen und mit lauter Spezialitäten von der Region, alles was wir in Österreich haben, nichts vom Ausland. Also wir sind direkt am Hauptplatz im Perg, im Sommer kann man schön draußen sitzen im Gastgarten, am Sonntagvormittag kann man immer frühstücken, da gibt es bis um 2 Uhr am Nachmittag immer ein wenig Brunchen und sowas. Und wenn wir schon beim Einrichten sind, dann lädt hier zudem auch das frische Design ein, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Um das Shopping-Erlebnis im Perg noch attraktiver zu machen, hat sich das Stadtmarketing auf eine innovative Idee gestützt. Die Perg-Card. Die Perg-Card ist ein Instrument, um unsere Kunden ständig erreichen zu können, um sie auf besondere Aktivitäten, Aktionen hinweisen zu können. Das ist also ein Bestandteil unserer Philosophie. Auch hier wieder Service im Vordergrund bis hin zum Perg-Gutschein. Nicht umsonst heißt er mehr gut als Schein, weil Sie den wie Bargeld einsetzen können, weil er wertig aussieht, auch ein toller Geschenkartikel ist und so rundet sich das ganze Bild eben ab.
In insgesamt 22 Innenstadtgeschäften können Kunden punkten. Wir sind Optiker, das heißt natürlich Brillen, Sonnenbrillen, optische Instrumente. Und unser Zugang ist, dass die Brille bei uns sehr stark als modischer Artikel präsentiert wird. Das heißt, wir bieten Nischenkollektionen aus aller Welt und es ist uns auch gelungen, dass die Kunden wirklich von weit und breit zu uns herkommen. In Bewegung lautet das Motto der Stadt und hat es mit neuen Ideen gespickt. Das Stadthaus Berg ist eine ganz tolle Geschichte, die 2014 entstanden ist. Es befinden sich hier im Erdgeschoss drei, finde ich, wunderschöne Geschäfte, die sich auch sehr gut ergänzen. Und dieses Projekt war, glaube ich, für die Stadt ein ganz wichtiger Schritt zur Belebung der Innenstadt. Und infolge dieses Projektes passiert hier einiges. Unter anderem ein Stadt-Land-Erlebnis, das die Besucher der Stadt Berg auf vielfältige Art und Weise entdecken können. Weil wir eine große Gemeinschaft sind, weil wir an einem Strang ziehen, Gemeinde, der Tourismusverband und der Verein Berg bewegt, an einem Strang, alle gemeinsam, und darum bringen wir was zustande. Es spürt sich super ab im Ortskern herein, es ist überall was im Laufen, am Laufen, nur leider hat uns diesmal das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir werden das alles wettmachen mit dem Service, der was dann in die Geschäfte Geschäftsteuerinnen durchgeführt wird, mit kleinen Schmackofratzerl und mit viel Spaß. Mir gefällt sehr gut, ich bin jetzt wieder da. Heuer ist es ein bisschen frischer. Die Frühlingstemperaturen, die lassen heuer vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig, aber ansonsten sehr, sehr schön. Ich bin ein heimischer Berger und ich liebe die Stadt. Wir wollen an einem gemütlichen Abend nicht den Einkaufsstress haben, sondern wir wollen mit unseren Kunden ins Gespräch kommen. Wir wollen unsere Kunden hinweisen auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Stärken. Und das hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut etabliert und bewährt. Und die Leute warten schon darauf, wann die nächste Einkaufsnacht stattfindet. Oder ein anderes Einkaufserlebnis im Berg, wie etwa der Schnäppchensommer am 28. und 29. Juli.